Willkommen bei Dance District. Wir sind heute in Berlin und ich suche diesen Mann. Wer das genau ist, seht ihr jetzt in seinem Steckbrief. Ihr habt es erkannt, es geht um Christopher von Dein oder auch bekannt als Schiller. Wir sehen uns nachher in seinem Studio wieder, ganz privat, denn dort wohnt er auch. Aber zuerst sehen wir sein erstes Video. Hier ist für euch Glockenspiel. Hallo, ich sitze hier mit Christopher von Dein in den heiligen Hallen des Schiller-Studios. Und erstmal vielen Dank, dass wir hier einen Einblick bekommen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass du auch hier wohnst. Also es ist dein Studio und du wohnst auch hier. Ist das einfacher für dich zu produzieren oder ist es manchmal auch irgendwie schwierig, so Arbeit und Privat zu trennen? Oder ist es gerade deswegen hier, weil du Emotionen direkt umsetzen kannst und Ideen? Also Ideen kommen ja eigentlich immer dann, wenn man sie gerade gar nicht braucht. Mhm. Und deswegen ist eigentlich das gut, wenn man sie gleich umsetzen kann. Das heißt, wenn ich also das Studio woanders hätte, um da zur Arbeit hinzugehen, wird mir da mit Sicherheit nichts einfallen, sondern erst, wenn ich wieder nach Hause gegangen bin. Und so kann ich im Prinzip abwechselnd wohnen und arbeiten in einer derselben Räumlichkeit. Und da gibt es eigentlich recht wenig Reibungsverluste. Okay. Trennst du das dann auch so weit, dass du sagst, okay, um 10 Uhr ist auch Schluss, also ich möchte jetzt nicht die ganze Nacht irgendwie im Studio verbringen? Oder ist dir das eigentlich egal und du sagst, okay, es kann auch sein, dass ich eine ganze Nacht lang durcharbeite und am nächsten Morgen schlafe ich dann halt eben aus? Ja, man denkt ja, dass man eigentlich, wenn man zu Hause arbeitet, auch wirklich rund um die Uhr arbeiten könnte. Macht man aber eigentlich gar nicht, weil das erstens, ja, gar nicht lange durchzuhalten ist und so wie man irgendwie das zu Hause macht, eigentlich das doch sehr geregelt wird. Also morgens um 8 stehe ich auf und setze mich so ab 9:30 hier rein und irgendwann um 18, 19 Uhr kann ich auch dann nicht mehr. Da waren auch dann irgendwie 8 bis 10 Stunden voll. Isst du auch zwischendurch? Ich esse auch ab und zu, wenn ich dran denke, esse ich auch mal was. Ansonsten Unmengen von Kaffee und Süßigkeiten, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Und dann ist man abends auch einfach durch und kann nicht mehr und dann kommt dann der private Teil. Okay. Wobei natürlich, wenn es also auch mal eng ist, auch mal länger natürlich gemacht wird, logischerweise, aber so die Nacht durch als Dauerzustand, das geht nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie gerade einen Traum hast oder so und dann irgendwie aufstehen musst und im Studio anfängst zu produzieren, oder kann das auch passieren? Nee, oder dass du irgendwie vorm Fernseher sitzt oder irgendwas im Radio hörst oder so, dass du so eine Idee hast, vielleicht was zu produzieren oder irgendwas anzufangen? Also eigentlich ist Musik machen so gesehen relativ unromantisch, weil jetzt die Idee, dass man irgendwo im Restaurant oder auch zu Hause beim Glas Rotwein sitzt und dann kommt die Melodie und dann sagt man, aha, so jetzt... So muss es halt sein, das passiert nicht. Man muss im Prinzip wirklich Tag um Tag verbringen, um die entsprechenden magischen Minuten, wenn die halt kommen, auch dann ausnutzen zu können. Und es kann sein, dass man an einem Song insgesamt vielleicht 2 Wochen sitzt, aber eigentlich das Entscheidende nur in 5 Minuten passiert. Verstehe. Man kann aber nicht sagen, dann lasse ich doch einfach die anderen Tage weg und nehme nur die 5 Minuten von vornherein raus, weil man weiß nicht, wann die halt kommen. Und deswegen muss man das absitzen, was aber Spaß macht. Also ist das so, du setzt dich dann hin und hast schon eine Idee? Also wie ist das? Hast du eine Idee für ein Beat oder hast du eine Melodie im Kopf? Harmonien, irgendwas? Alles nichts im Kopf, alles Zufall. Alles okay. Alles die Gerätschaften anwerfen und probieren. Fängt meistens mit dem Sound an. Also in den Soundbänken forschen bzw. mit dem Synthi selbst Sounds machen. Und meistens kommt dann die Melodie also von alleine. Also erst Sound, dann Melodie und der Rest wächst dann darum herum. Okay, interessant. So, das war's schon bis hierher. Wir sehen uns nachher nochmal wieder. Hallo, hier sind wir zurück bei Dance District mit Christopher. Was mich total interessiert, ist vor allen Dingen die Entwicklung so von Glockenspiel zum Beispiel. Es war ja noch sehr dance-lastig, jetzt zu viel, ja, ich würde sagen, chilligeren Songs, mehr in Richtung Chillout, sehr sphärisch, was auch schon mal Glockenspiel war, aber etwas ruhiger. Wie kommt das?
Ja, also man entwickelt sich ja ein bisschen weiter und man wird auch etwas älter, nicht viel zum Glück, aber ein bisschen. Und Dance ist natürlich für mich ein sehr weitläufiger Begriff. Mhm. Und Dance kann sein, dass man im Prinzip ja dazu tanzt, richtig, mit dem Körper oder auch nur im Kopf. Und deswegen ist eigentlich Chill-Out genau genommen ja so eine, ja, wie soll man sagen, eine etwas abgeschwächte Version von Tanzmusik, weil sie auch elektronisch hergestellt wird zum großen Teil, manchmal mit Gesang. Wobei neuerdings eigentlich Chill-Out nicht mehr so das Etikett ist, was ich der Platte anheften würde, weil es zu viele Sachen gibt, die sich Chill-Out nennen, aber eigentlich schlechtere Fahrstuhlmusik sind. Mhm. Und deswegen würde ich es eigentlich mehr Ausschaltmusik oder Abschaltmusik nennen, also zum Abschalten und, und zum Innehalten und das Ganze aber auf nicht so eine blöde, schleimige Art und Weise, sondern doch spannend und ja, emotional auf jeden Fall. Okay. Ja, liegt es vielleicht auch daran, weil Chillout irgendwie zu so einem trendigen Begriff geworden ist, wo einfach auch sehr viel dazugehört und sehr viel dazugezählt wird und wo du einfach sagst, also die Musik, die ich mache, ist schon emotionaler und tiefgängiger, so als das gängige Chillout. Ja, es hat auf jeden Fall natürlich Chillout-Anleihen, Chillout-Elemente, aber ist doch doch hier und da wesentlich spannungsgeladener als einfach jetzt nur so eine Klangtapete, die man halt so anmacht nebenbei und dann irgendwie, ich weiß nicht, mit seinen Freunden was isst oder so und gar nicht merkt, was eigentlich abgeht, sondern es ist schon so, dass es zwar dezent ist, aber auf jeden Fall auch hookig und eingängig und entsprechend auch zum Zuhören einlädt, weil es eben hier und da doch ein paar Details sind, wo man schon kurz hinhören muss. Okay. Könntest du mir vielleicht mal ein bisschen zeigen, so wie du eigentlich arbeitest? Was ist so dein Lieblingsgerät, deine Lieblingssounds? Also das Lieblingsgerät, wie man schon unschwer an den Bildschirm sehen kann, ist der Computer und natürlich ein Macintosh-Computer, weil PCs da nicht so geeignet sind. Also Macintosh-Computer sind eigentlich so das Herzstück des Studios. Logic? Logic, genau, Logic. Und wobei ich das Ganze mit einem relativ alten analogen Pult mische, was zwar rauscht und wo jedes Mal das Presswerk anruft und sagt, nein, das können wir so nicht pressen, weil das zerrt und weil das rauscht, das muss nochmal gemacht werden. Und ich aber dann darauf bestehe, dass sie das so machen, weil das auch Teil des Schiller-Sounds ist, eben halt nicht dieses tontechnisch Perfekte, sondern halt das Emotionale. Mhm. Und dazu gehört eben auch so eine gewisse Portion von Feeling und das heißt im Prinzip so, auch da diese beiden Welten, einmal digital erzeugt, im Computer halt vorwiegend, und dann analog verarbeitet im analogen Mischer. Musst du da auch in einer bestimmten Stimmung für sein, dass du irgendwie sagst, also wenn ich total schlecht gelaunt bin, kann ich eigentlich gar nicht arbeiten oder erst recht, dann kann ich mich damit ablenken und oder musst du richtig gut gelaunt sein, so? Was ist wichtig für dich? Gute Laune ist eigentlich ziemlich gefährlich zu Musik machen, weil man nachlässig wird und alles gut findet. Also am besten ist man, wenn man schlecht drauf ist, ganz schlecht drauf ist. Wenn es einem richtig dreckig geht, dann hat man die besten Ideen. Wobei das natürlich nicht so einfach herzustellen ist, dieser Zustand auf Kommando. Das heißt, natürlich schlecht drauf sein ist ja nicht besonders erstrebenswert. Mhm. Aber wenn es dann mal so ist, dann geht das ganz schnell ruckzuck. Okay. Sehr schön, sehr interessant. Gibt es irgendwie einen Lieblingssound oder irgendwas, was du immer wieder verwendest, was so typisch ist für deine Musik? Ja, ich habe einen ganz schönen Flächensound aus einem Gerät, was leider gerade nicht da ist, weil das irgendwo in einem Tourtransporter ist zwischen Frankfurt und Berlin. Supernova heißt das, so ein blaues, altes Gerät. Und da habe ich einen Flächensound programmiert, der in original jedem Schillerlied vorkommt. Wow. Und der aber immer irgendwie anders klingt. Also der jetzt nie wie so eine, ja, wie so eine Nachmachung von dir selbst klingt, sondern immer irgendwie neu. Und das ist so der Schiller-Basis-Sound. Ich sehe gerade, dass du dein Echo als Türstopper benutzt und hier auch noch eingepackte goldene Platten hast. Bedeutet dir das nicht so viel, solche Preise zu bekommen? Eigentlich nicht, weil ich will jetzt hier nicht respektlos erscheinen den Herrschaften, die den Echo verleihen gegenüber. Aber der Echo ist eine schöne Anerkennung, macht aber die Musik auch nicht besser.
die ich mache, und sehe deswegen auch nicht ein, dem jetzt einen besonders prominenten Platz zu geben. Und der einzige Platz, der jetzt hier noch war im Studio, da soll er dann schon hingehören, war aber dann im Prinzip auf dem Fußboden, und da er sehr schwer ist, ist es ein sehr guter Türstopper. Und die goldenen Schallplatten sind jetzt seit über einem Jahr eingepackt noch in der Ecke. Nicht mal reingeguckt. Doch, also eine habe ich aufgemacht und in Folie noch gelassen, und die andere ist noch in Packpapier, weil das auch eigentlich zu nichts führt, die aufzuhängen. Da läuft man höchstens Gefahr, dass man sich selbst zu toll findet. Ah, verstehe, okay. Gut, ich sehe gerade, es ist super schönes Wetter draußen. Hättest du nicht Lust, dass wir irgendwie ins Grüne fahren? Kennst du da irgendwie ein schönes Plätzchen hier in Berlin? Ja, wir könnten in den Treptower Park fahren. Okay. Der ist nicht weit. Okay, dann machen wir das. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder im Park. Jetzt ist es Zeit für unsere Rubrik Golden Beats. Das heißt, ihr könnt auf onyx.tv eure absoluten Lieblings-Dance-Klassiker wählen. Welche diese Woche gewonnen haben, das seht ihr jetzt. Wie versprochen sind wir jetzt im Grünen. Ich sitze hier mit Christopher und ich würde jetzt gerne unser bekanntes Dance District Wortspiel mit ihm machen. Das heißt, ich werde ihm ein paar Begriffe zuwerfen. Ich fange jetzt einfach mal an. Du wirst ganz spontan das Erste sagen, was dir dazu einfällt. Okay? Ja. Bist du bereit? Mal schauen. Okay. Berlin. Supergeil. Akte X. Super spannend. Ruhe. Super wichtig. Castingshows. Super langweilig. Liebe. Super schön. Michael Moore. Super wichtig. Asien. Unersetzlich. Okay, wieso? Warum? Weil schön, weil lecker, weil warm meistens und weil sehr inspirierend. Kochst du eigentlich auch selber? Wenn es sein muss. Auch asiatisch? Gerne. Inspiriert dich Asien eigentlich sehr? Weil so in deinen Videos sieht man ja eigentlich immer diese total schönen Szenen, die auch sehr asiatisch angehaucht sind. Inspiriert dich das sehr, so bei den Videos überhaupt, in deiner Musik auch? Schon, obwohl man jetzt weniger natürlich hingeht und jetzt wirkliche Musik von dort transferiert. Das ist eher so das Gefühl eben des in sich Ruhens und trotzdem halt spannungsgeladen seiend, was irgendwie was halt sehr inspirierend wirkt. Gibt es irgendwie ein Land in Asien, was so dein Favorite ist? Also das allerbeste Essen gibt es ja in Thailand. Ja, falls das stimmt. Bekannt sein sollte. Was ist dein Lieblingsgericht? Das Lieblingsgericht? Oh, solange es scharf ist und scharf ist und ganz viel Seafood drin ist, ist es eigentlich egal. Und Kokosnussreis? Kokosnussreis bitte? Ja. Kokosnussreis. Oh ja, kenne ich sehr wohl, berüchtigt. Ja, schön. Und warst du schon viel in Asien unterwegs? Warst du irgendwie schon öfters irgendwie dort oder warst du schon in Japan? Japan noch nicht leider. Das ist, stelle ich mir auch sehr spannend vor, obwohl es, glaube ich, auch sehr Hightech-mäßig ist. Wobei natürlich so Thailand und so eher so ein bisschen relaxed und ursprünglich ist. Und Japan ist aber auf jeden Fall auch nochmal irgendwann dran. Auf jeden Fall. Sehr spannend. Okay, das war's bis hierher. Wir sehen uns gleich wieder. Hi, hier sind wir zurück bei Dance District, nach wie vor mit Christopher von Schiller. Eigentlich hat sich ja so in deinen Songs einiges verändert. Zuerst war es irgendwie mehr instrumental und dann kamen irgendwann gesprochene Sachen rein, wie zum Beispiel Scully, die Stimme von Scully oder Mulder, was ich auch sehr cool finde. Und jetzt sind immer mehr Gastsänger dabei, wie Sarah Brightman oder Kim Sanders. Und auch bei dem ersten Album ist ein Künstler dabei, der jetzt auch wieder dabei ist. Erzähl doch mal was dazu.
Ja, also Peter Heppner hat ja Dream of You gesungen und ich bin sehr froh, dass er wieder mit dabei ist und auf dem neuen Album auch wieder mitmacht und sozusagen den Titeltrack auch singt, Leben, I Feel You. Und freue mich schon sehr, mit ihm wieder live aufzutreten. Erzähl mal so, wenn ihr aufnehmt. Also ich meine, jeder Sänger ist ja anders und hat vielleicht auch so seine Ticks irgendwie, wie er am liebsten aufnehmen möchte. Bereitest du da irgendwas vor, wenn zum Beispiel, wenn du jetzt mit Sarah Brightman was aufnimmst? Also bei Sarah war das eigentlich relativ pragmatisch. Da haben wir uns getroffen ein paar Mal, sind die Sachen durchgegangen und dann bin ich nach Hamburg gefahren und habe das mit ihr da aufgenommen in ihrem Studio. Okay. Und bei Peter war es ganz anders. Da hat er den Text geschrieben und dann bin ich auch zu ihm nach Hamburg gefahren und haben wir das in seinem Wohnzimmer irgendwann nachts aufgenommen bei ganz viel Kaffee und Kerzenschein sozusagen, genau, in seinem roten Salon. Und andere wiederum, also Alexander Veljanov von Deine Lakaien oder Mila Maher sind zu mir gekommen in mein Studio und haben da gesungen. Also das ist immer unterschiedlich. Also das heißt, die Sänger kriegen das Instrumental und können sich dann inspirieren lassen und du möchtest ihnen da auch nicht irgendwas vorgeben, sondern lässt sie da schon frei entfalten. Ja, da ist freie Meinungsäußerung gewünscht. Außerdem würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, Peter Heppner einen Text vorzulegen, sondern er ist ja Künstler genug, um auch was auszudrücken, um was mitzuteilen. Und da ist jeder eingeladen, entsprechend sich dann auch da ja, zu verwirklichen. Also das ist ganz unkompliziert eigentlich. Wie findest du eigentlich so die Berliner Musikszene? Also zum Beispiel Chicks on Speed? Abwechslungsreich. Also Berlin ist auf jeden Fall alles bloß nicht langweilig. Ja. Das muss nicht immer jedermanns Sache sein. Du kommst ja aus Bremen eigentlich. Aus der Nähe von Bremen komme ich eigentlich, ja. Hab dann in Hamburg gewohnt eine Zeit lang und Berlin ist aber jetzt erstmal so eigentlich so das Nonplusultra, muss ich sagen. Also auch als Stadt halt, weil es sehr aufregend ist und sehr, ja, sehr groß und deswegen auch sehr vielschichtig. Mhm. Okay. Wir unterhalten uns gleich weiter. Ihr seht jetzt erstmal einen Clip. It's so lovely when it's sunny. Du hast ja ein Album draußen und auch eine Single. Und du hast ja auch mit einer Sängerin gearbeitet, die heißt Mia Ma. Wie hast du die kennengelernt? Über eine Platte von ihr. Die hat, die macht schon seit 8, 9 Jahren Musik, eigene Musik. Und ich habe vor 2 Jahren mal durch Zufall eine Platte gekauft. Die hieß Elfensex. Ach. Sehr spannender Titel und spannende Stimme. Mhm. Und fand die Stimme wirklich sehr bemerkenswert. Und habe dann durch einen weiteren Zufall sie kennengelernt, Anfang des Jahres. Mhm. Und wir haben zusammengearbeitet und haben insgesamt 3 Tracks gemacht. Und einer davon war halt Liebe. Mhm. Und das war der irgendwie einer von diesen magischen Momenten halt gerade auffing. Ja. Und so ist das im Prinzip entstanden und ist wirklich eine sehr bemerkenswerte, außergewöhnliche Stimme und das hat man nicht oft heutzutage. Werdet ihr noch viel zusammen machen demnächst? Weitere Mal schauen. Tracks aufnehmen? Also auf jeden Fall ist jetzt hier erstmal das Album draußen mit den beiden Tracks. Wie heißt also, das Album? Das Album heißt Leben. Mhm. Liebe hat sie gesungen und Babel. Aha. Und mal gucken, was passiert. Warum heißt das Album Leben? Das Album Leben heißt deswegen Leben, weil es auf keinen Fall Weltreise Teil 2 heißen sollte. Okay. Und, das erste Album? Das zweite Album. Das zweite Album. Und genau. Und es sollte einfach eine Überschrift sein über eine, ja, über diese musikalische Mixtur, die es ja nun mal ist. Mhm. Und das Leben ist ja auch eine Mixtur, wie wir bekanntlich wissen, aus verschiedenen Sachen. Das ist und spannend ist es immer. Und das war dann entsprechend dann die Idee dahinter. Hast du eigentlich irgendwelche Sehnsüchte? Sehnsüchte? Ja. Ei. Tja, wer hat das nicht? Sehnsüchte. Niemals taub zu werden. Ach, das ist echt wichtig, das stimmt. Oh Gott, das wäre schlimm. Aber ansonsten so Sehnsüchte bezüglich irgendwelcher, irgendwas zu erreichen oder sowas, ist halt schwierig. Man macht, was man halt macht und vielleicht irgendwas ganz anderes, dass du irgendwann mal auswanderst. Weil irgendwie deine Songs sind so emotional und so gefühlvoll, dass man irgendwie denkt, ach, irgendwas geht doch in diesem Mann vor. Irgendwas will er uns damit sagen. Was kann das sein? Also erstmal Zeigefinger ist nicht so mein Ding. Also das wird oft gefragt, ja, was soll das denn bewirken? Was willst du denn damit aussagen? Mhm. Muss jeder selbst anhören und sich entsprechend fallen lassen oder halt auch nicht. Ja. Und, Also es ist sehr positiv. Es ist ein sehr schönes Gefühl, was du vermittelst in deinen Songs. Und
Und ich denke halt, vielleicht ist da irgendwas, ja, was du vielleicht noch suchst oder wo du irgendwann mal hin möchtest oder so, auswandern. Ah. Nach Asien zum Beispiel. Nach Asien, das ist zu weit. Nein, das ist, glaube ich, ein bisschen unpraktisch. Okay. Aber wenn es diese Sehnsucht gibt, dann werde ich wohl noch drauf kommen müssen. Okay, wir werden abwarten. Mal schauen. Gut, das war's. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich dafür, dass du uns in dein Studio gelassen hast. Und auch vor allen Dingen ist es ja auch bei dir zu Hause, also auch sehr, sehr privat. Ich fand das sehr interessant. Ich wünsche dir alles Gute. Und danke. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hoffe ich auch. Wie der Titel von Schiller, ein schöner Tag, kann ich das auch von diesem Tag behaupten. Wir hatten super viel Spaß heute mit Christopher von Dahlen von Schiller. Es war ein sehr, sehr interessanter Tag. Wir waren bei ihm im Studio, wir waren bei ihm zu Hause. Wir haben einen tollen Einblick bekommen, wie er so arbeitet. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei Dance District. Und hier jetzt noch ein paar Ausschnitte, wie Schiller eigentlich live on stage aussieht. Willkommen bei Dance District. Das war doof, Mann. Shit, Mann. Ich stelle ihm einfach ein paar Begriffe in den Raum. Beziehungsweise hier eine schön nochmal. Bitte. Titel. Das war jetzt irgendwie ein Denkfehler von mir. Wie ein schöner Tag von Schiller. District.